Fußballtrainer haben auch ein Privatleben, auch wenn sich dies meist fernab der medialen Wahrnehmung abspielt. Clubtrainer Dieter Hecking, dessen Frau und 5 Kinder in der Nähe von Hannover leben, ließ die NZ im Interview ein wenig hinter die Kulissen blicken. Herr Hecking, Sie betonen selber immer wieder, dass Familie Ihnen wichtig ist, dass Sie durch Ihre Eltern zum Beispiel sehr geprägt worden sind, haben 5 Kinder und den falschen Beruf für Familie, oder wie bringen Sie das unter einen Hut? Ja, es ist eigentlich schon der falsche Beruf, wenn man Familienmensch bin oder Familienmensch sein will, so wie ich es eigentlich gerne möchte. Aber eben, das ist das Problem, wenn man Fußballtrainer ist, dann kann man eben nicht sagen, ich bin jetzt mal 10 Jahre an einem gleichen Ort. Und mittlerweile sind die Kinder, gut, die beiden Ältesten sind auch mittlerweile außer Haus, aber auch die Jungs mit 16 Jahren sollen jetzt ihr Abitur machen, möglichst nicht mehr den Schulwechsel vollziehen. Und da muss man natürlich dann auch eine Fürsorgepflicht haben und deshalb lebt die Familie diesen Beruf genauso, wie ich ihn hier ausleben kann. Wie machen Sie das praktisch? Sie verbringen sehr viel Zeit im ICE zwischen Nürnberg und Hannover. Wann haben Sie dann überhaupt die Möglichkeit, Ihre Familie zu sehen? Samstag wird meistens gespielt, wenn nicht sogar Sonntag. Ja, also jetzt war es zum Beispiel so, dass ich nach dem Spiel gegen Wolfsburg hier geblieben bin. Bin ich also nicht nach Hause gefahren. Beschränkt sich dann halt auf den telefonischen Kontakt. Und es ist schon so, wenn wir Samstag spielen, Sonntagmorgen auslaufen, Sonntagmittag sitze ich dann meistens im ICE. Manchmal bin ich jetzt auch mit dem Auto gefahren, aber das ist doch anstrengender. Also meistens ist der ICE dann derjenige, der mich dann nach Richtung Norden bringt. Und dann ist man am Sonntag so gegen 5:30 zu Hause, hat dann den Sonntagabend, hat den Montag, der natürlich auch eingeschränkt ist, dadurch, dass die Kinder, die Frau ein bisschen am Arbeiten ist, die Kinder in der Schule sind. Und dann sieht man sich dann nachmittags und am Abend und am Dienstagmorgen geht es wieder zurück nach Nürnberg. Und es ist nicht viel Zeit, aber es ist dann auch schon so, gerade in der Ferienzeit sind die Kinder hier gewesen, jetzt in Osterferien. Meine Frau, wenn es eben irgendwie geht, kommt zu den Heimspielen und wir kriegen das ganz gut hin.